dass die Menschen sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Die Regierung sollte endlich diesen Teuerungsausgleich ausbezahlen. Lieber Wolf, acht Wochen in der ähnlichen Interviewsituation über die bekannten 3.000 Euro gesprochen und ich frage mich noch immer, ja, wo sind denn die 3.000 Euro? Jetzt sollen im August vielleicht lumpige 200 Euro als Tropfen auf den heißen Stein ausgezahlt werden. Die Menschen leiden seit 5 Monaten unter Teuerung, da brauche ich keinen Gipfel und ich brauche auch keinen Energiegipfel, um zu wissen, dass uns langsam aber sicher das Gas und in weiterer Folge das Licht irgendwann ausgeht im Herbst, wenn die Regierung an ihrer Sanktionspolitik weiter beharrt. Da hätte ein E-Mail an die Opposition auch gereicht und kein PR-Gipfel, wo sich irgendwelche verwackelten Gestalten auf der Regierungsbank wieder wichtig machen.